Willkommen zum Pressestatement im Anschluss an Beratungen der Bundesregierung. Ich ersuche zunächst den Herrn Bundeskanzler um sein Statement. Bitte schön. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Wir wissen, dass es im Moment sehr viel an Unsicherheit in unserem Land gibt, dass sich viele Menschen die Frage stellen, wie geht das alles weiter und wirkt das, was wir da gerade alles tun. Und sehr geehrte Damen und Herren, ich kann Ihnen Gott sei Dank heute hier eine klare Antwort auf diese Frage geben. Wir tun das Richtige. Ich habe in den letzten Tagen viele Gespräche mit Expertinnen und Experten geführt und alle bestätigen uns in den Maßnahmen, die wir setzen. Und mehr noch, schauen Sie in andere europäische Länder, schauen Sie auch über Europa hinaus, mehr und mehr Staaten, mehr und mehr Regionen übernehmen ähnliche Maßnahmen, wie wir sie in Österreich setzen. Und die Zahlen sprechen hier eine eindeutige Sprache. Wir haben in dieser Woche in Österreich an den Schulen nur noch weniger als 5% in der Betreuung gehabt. Der öffentliche Verkehr ist massiv reduziert worden und auch darüber hinaus ist die Faktenlage eine eindeutige. Wir schaffen das, was wir uns vorgenommen haben, nämlich weniger soziale Kontakte und dadurch auch eine Reduktion der Ansteckungen. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass das alles viele Entbehrungen mit sich bringt, dass das viel Verzicht bedeutet und dass der Weg, den wir gerade gehen müssen, für viele Menschen kein einfacher ist. Ich möchte daher noch einmal der Bevölkerung meinen großen Dank aussprechen für die Art und Weise, wie diese Maßnahmen mitgetragen werden. Ich möchte ganz besonders aber auch allen Menschen danken, die tagtäglich zur Arbeit gehen und so einen Beitrag dazu leisten, dass unsere Wirtschaft zumindest auf einem Minimalbetrieb weiter funktioniert. Und ich möchte auch allen Familien in diesem Land danken dafür, wie in den Familien zusammengehalten wird und dass auch die Betreuung in der Familie so gut funktioniert. Meine große Bitte an Sie, liebe Österreicherinnen und Österreicher, ist heute, halten Sie durch. Wir dürfen nicht nachlassen. Wir müssen die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, weiter fortsetzen. Wir sehen in Italien, dass diese Krankheit massives Leid, Verzweiflung und für viele Menschen auch den Tod bedeutet. Und wir haben daher mit den Expertinnen und Experten besprochen, was der richtige Weg für Österreich ist. Und hier ist die Richtung eine eindeutige. Die Maßnahmen, die wir setzen, die wirken, aber wir müssen durchhalten. Wir haben uns daher in der Bundesregierung darauf verständigt und das auch mit den Landeshauptleuten besprochen, dass die Maßnahmen bis Ostermontag, das ist der 13. April, verlängert werden. Das ist eine massive Herausforderung. Das wird jedem Einzelnen in unserem Land viel abverlangen. Das ist ein Marathon, aber unsere klare Bitte ist, halten Sie durch. Jeder, der die Maßnahmen mitträgt, ist ein Lebensretter. Jeder, der die Maßnahmen mitträgt, schützt sich selbst, schützt seine Familie und leistet einen Beitrag dazu, dass wir die Österreicherinnen und Österreicher in Summe, unsere gesamte Bevölkerung, bestmöglich schützen können. Ich bin zutiefst beeindruckt von dem Zusammenhalt, den ich in unserem Land erleben darf. Wir sind beeindruckt von dem, was Sie leisten, liebe Österreicherinnen und Österreicher, und wir bitten Sie, halten Sie durch. Zum Abschluss, wir sind uns bewusst, dass es viele offene Fragen in unserem Land gerade gibt. Ich würde daher den Gesundheitsminister bitten, einen Überblick über die Entwicklung der Ausbreitung zu geben. Der Innenminister wird informieren, wie die Exekutive vorgeht, um auch sicherzustellen, dass die Ausgangsbeschränkungen eingehalten werden. Und die Wirtschaftsministerin wird versuchen, so gut als möglich die offenen Fragen zur Wirtschaft und Beschäftigung zu beantworten. Zunächst aber darf ich an den Vizekanzler übergeben und noch einmal den Österreicherinnen und Österreichern, Ihnen allen dafür danken, in welcher beeindruckenden Art und Weise Sie im Moment einen Beitrag zur Gesundheit in unserem Land leisten. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Vizekanzler. Bitte sehr. Ja, danke auch der gesamten Bevölkerung und allen, die
mitmachen, das ist lebensrettend, und zusammenhalten heißt jetzt auch durchhalten, zusammenhalten heißt jetzt aber auch Abstand halten. Wir können unsere sozialen Kontakte auch anders organisieren im elektronischen Zeitalter. Also durchhalten und Abstand halten, von dem leitet sich sehr, sehr viel ab. Und zunächst auch noch der Dank an alle eben, die hier mitmachen. Möglichst alle sollten das tun. Wir sollten keine besonderen Risiken eingehen, weil wir damit die berühmte Abflachung der Kurve erreichen, dann nämlich, wenn der, um den Punkt hinauszögern, wenn der Höhepunkt dieser Epidemie erreicht ist. Und das heißt dann, das Gesundheitssystem aufrechterhalten, so gut es geht, die Intensivmedizin aufrechterhalten, so gut es geht, und vor allem Leben retten. Also alle, die mitmachen, helfen mit, Leben zu retten. Aber danke auch an alle, die arbeiten. Wir haben hier unterschiedlichste Konstellationen in den verschiedenen Branchen. Die Regelungen, die hier erlassen wurden, folgen eben allen den Prinzipien, die wir hier gemacht haben. Und es muss in bestimmten Branchen sinnvollerweise weitergearbeitet werden, damit, wenn wir das auf Wochen und da oder dort auf Monate hinausdenken, das gesellschaftliche, das soziale und vor allem das wirtschaftliche Leben ja weitergehen. Es hilft uns ja nichts, wenn es irgendwo in der Lebensmittelproduktions- oder Transportkette dann irgendwelche Unterbrechungen gibt. Dann ist am Schluss auch nicht geholfen. Und deshalb dieser doppelte Zugang, die zu Hause bleiben können, unbedingt das im Rahmen der Ausnahmen, und die arbeiten gehen sollen, mit dieser Auflage sowohl an Arbeitgeber als auch an Arbeitnehmer den 1 Meter Abstand abzuhalten und einzuhalten. Also vielen Dank dafür. Wenn wir die Situation in Italien anschauen, sie wurde angesprochen, dann ist das zwar beklemmend, es sollte uns aber dazu motivieren, dass wir eben durchhalten, weil die Maßnahmen noch andauern werden. Und deshalb kann ich nur unter Anführungszeichen empfehlen, sich zu vergewärtigen. Ich denke, im ORF wurden die Bilder gestern gezeigt, sonst würde ich sie auch nicht wissen, dass es in Bergamo, das ist ja einer der dramatischsten Punkte, ist aber eigentlich in einer hochentwickelten Region, in der Lombardei, direkt an der Schweizer Grenze eigentlich, dass dort mittlerweile die Toten im Militärkonvoi nach Süden geführt werden, weil auf Friedhöfe, zu den Einäscherungen, weil dort nämlich kein Platz mehr ist. Deshalb machen wir das, um das zu vermeiden. Und ja, wir haben die Hoffnung, dass uns das gelingt. Das ist ja auch entscheidend, dass wir auch Hoffnung geben können, dass diese Maßnahmen wirken und Sinn haben, damit diese Bilder bzw. diese Engpässe im Gesundheitssystem nicht entstehen. Diese Einschränkungen, zweiter großer Punkt, diese Einschränkungen bedeuten natürlich auch dramatische wirtschaftliche und soziale Einschläge. Dem wollen wir gegensteuern, das tun wir auch. Also auch im wirtschaftlichen Leben soll und wird gelten, niemand zurücklassen und zu geben, auch ökonomisch, finanziell, nach dem Motto, alles, was es braucht. Woran werden wir das merken? Indem, dass wir nächste Woche schon den mit 1 Milliarde dotierten Härtefonds fixiert haben, der ist ja heute im Gesetz auch in dieser Auszahlung schon drinnen, anschließend im Nationalrat. Die genaueren Richtlinien werden dann eben erlassen. Wichtig ist, dass wir gerade für die kleineren, für die Einpersonenunternehmen, die Kleinstunternehmen, die kleinen Familienunternehmen hier schon sagen können, dass es einmal im ersten Monat eine Auszahlungstranche geben wird und das relativ rasch abgewickelt wird. Also wir bleiben ja bei dem Motto raschestmöglich und höchstmöglich. Oft wird der Vergleich gezogen, ist irgendwas ein Sprint oder ist irgendwas ein Marathon? Ich denke, es wird ein Marathon, aber es wird auch gut sein, wenn wir sehen, dass wir bei diesem Marathon zuerst einen Sprint hinlegen müssen. Warum das? Gerade im ökonomischen Bereich, weil wir kennen ja das, wer schnell hilft, hilft doppelt. Und das wird es werden. Und deshalb werden wir die ersten Maßnahmen relativ rasch ausrollen,
damit niemand ohne Einkommen dasteht, der es sofort braucht. Es gibt ja verschiedene branchenbedingte Unterschiede hier, aber die, die es brauchen schon im März und April, die werden wir gleich und als erstes hier im Auge haben. Ja, abschließend, wichtig ist, dass wir die Hoffnung nicht verlieren, ganz im Gegenteil, dass wir auch mutig bleiben und diesen Appell möchte ich aussprechen, bleiben wir mutig, das ist das Wichtigste, die wichtigste Zutat für eine Zukunft, die wir auch dann schon wieder vor Augen haben. Dankeschön. Danke sehr. Bitte schön, Herr Gesundheitsminister. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die letzten 2 Wochen haben tatsächlich eine dramatische Entwicklung gebracht. Aus einer scheinbar zunächst regionalen Epidemie in China wurde eine globale Pandemie mit dem Epizentrum Europa. Wir haben die größten Steigerungsraten weltweit in Europa und wir haben mittlerweile die traurige Situation, dass das Land mit den meisten Todesfällen nicht mehr China ist, sondern Italien ist. Und die Bilder aus Italien sind dramatisch. Die Schilderungen der Realitäten sind dramatisch, denn wenn ein Gesundheitssystem weit über seine Grenzen belastet wird, dann hat es einerseits Probleme mit den Erkrankungen der aktuellen Pandemie zurechtzukommen, aber erst recht große Probleme mit den herkömmlichen Erkrankungen, Unfällen, Fällen für Akutstationen, Intensivstationen noch dem gerecht zu werden. Österreich hat ein sehr gutes, sehr gut entwickeltes Gesundheitssystem und dennoch hat auch dieses Gesundheitssystem seine Belastungsgrenzen. Und deswegen war und ist es unser Ziel, die Zahl der Erkrankungsfälle und ihre Zuwächse drastisch zu reduzieren und auf die längere Sicht sozusagen zu erstrecken und wo immer es geht, sie zu vermeiden, weil wir diese Belastungsgrenzen unseres Spitalsystems einfach einhalten wollen und einhalten müssen, um italienische Verhältnisse konsequent zu vermeiden. Sie sehen hier die aktuellen Entwicklungen der letzten Wochen und Sie sehen dabei eine Kurve, eine Entwicklungskurve, die nach wie vor steil ist. Wir sind heute bei 2.264 Erkrankungen in Österreich. Wir haben 70 Erkrankte in der Spitalsbehandlung, weitere 13 in der Intensivbehandlung und sage und schreibe, 2.194 werden zu Hause betreut, weil es äußerst milde Krankheitsverläufe sind. Das ist eine gute Nachricht. Wir haben weitestgehend milde Krankheitsverläufe derzeit, aber dennoch deutliche Steigerungen dort, wo es um die Notwendigkeit einer Akutbetreuung, einer intensivmedizinischen Betreuung geht. Und deswegen haben wir uns gestern und heute hingesetzt mit den Leitern der Prognoseerstellungen, mit den Menschen, vor allem des Teams um Dr. Popper von der Technischen Universität Wien und mit unserem Fachberaterstab, den Wissenschaftlichen, und haben uns angesehen, wie schaut denn die Auswirkung aus, wie entwickeln sich die Zahlen, wie hat sich dieses erste Maßnahmenpaket, Sie erinnern sich von Mitte letzter Woche, bereits ausgewirkt, denn wichtig ist immer fürs Verständnis, man hat von der Setzung einer Maßnahme bis zur Wirkung in der konkreten Entwicklung der Erkrankungsfälle immer einen Zeithorizont von 8 bis 10 Tagen, bis diese Daten sichtbar werden. Das ist wichtig fürs Verständnis. Also wir haben in unsere Daten derzeit nur das erste Maßnahmenpaket, Veranstaltungen, Schulen und ganz stark die öffentliche Kommunikation mit eingerechnet. Und da zeigt sich, erster Punkt, und das ist etwas Positives, ja, das Maßnahmenpaket wirkt. Wir gehen in die richtige Richtung, wir sind auf dem richtigen Kurs und wir haben bereits Auswirkungen dieses Kurses zu verzeichnen. Und wenn Sie mit mir diese Grafik ansehen, dann sehen Sie anhand der Zahlen, anhand der Balken, dass die Tagesentwicklungen, die Zuwächse, bitte, es sind Zuwächse, der Balken, der etwas kleiner wird im Vergleich zum Vortag, der drückt. Es ist nur eine geringere Zunahme im Vergleich zum Vortag, aber es sind auch nach wie vor massive Zuwächse. Aber was wir damit zeigen können ist, ja, der Trend geht grundsätzlich erstmals in eine bessere Richtung. Der Kurs stimmt, die Richtung stimmt.
Wir hatten vor 2 Wochen rund 40% tageweise von einem Tag auf den anderen. Das wäre dramatisch gewesen, wenn diese Entwicklung fortgesetzt worden wäre. Das war auch der Ausgangspunkt, warum wir gesagt haben, wir müssen da akut eingreifen in dieser Situation mit sehr klaren Maßnahmen, um diese Entwicklungskurve zu senken, weil jeder weiß, wenn ich jeden Tag 40% Zuwachs habe, ist das irgendwann eine Situation, wo die Kapazität unserer Spitäler überschritten ist. Und das ist dann relativ rasch der Fall. Das ist uns gelungen, in einem ersten Bereich zu korrigieren. Wir sind jetzt bei rund 20% Zuwachs von Tag zu Tag. Das ist ein erster Erfolg, aber das ist nur ein erster Schritt. Diese Entwicklung reicht uns bei weitem noch nicht aus. Wir müssen runterkommen, wir müssen weiter runterkommen unter die 20, wir müssen runterkommen unter die 10. Unser Ziel ist ein einstelliger oder gar kein Wachstumsbereich mehr. Dann schaffen wir es, diese Kapazitätsgrenze mit Sicherheit nicht zu überschreiten. Das ist das erklärte Ziel. Also, Silberstreif am Horizont, Bestätigung, dass der Kurs richtig ist. Wir werden am Ende dieser kommenden Woche, ich schätze Donnerstag oder Freitag, soweit sein, dass wir erstmals dann auch die Wirksamkeit des aktuellen Pakets noch mit einrechnen können, dass wir auch da Zusatzeffekte hoffentlich sehen werden. Aber ich warne eindringlich davor, jetzt zu glauben, dass ein Nachlassen bedeutet, dass wir es schon geschafft haben, wäre das Schlimmste und Kontraproduktivste, was wir überhaupt machen können. Das heißt, diese Zahlen, diese erstmals positiven Perspektiven, die wir haben, dieser Nachweis, dass die Maßnahmen zu wirken beginnen, das kann und muss eine Bestärkung sein, muss ein Auftrag sein für uns alle, diesen Weg sehr, sehr konsequent gemeinsam weiterzugehen, weil wir wissen, dann ist eine Lösungsperspektive möglich und machbar. Jetzt ist es tatsächlich so, dass in den nächsten Wochen jeder Einzelne von uns ein Teil der Lösung ist, ein Teil der Lösung sein kann, ein Teil der Lösung sein muss. Und das ist mein Appell, diese vielleicht 4-5%, die wir haben, die das noch negieren, bei denen es noch nicht so angekommen ist, die jetzt auch noch zu überzeugen und ihnen klarzumachen, wir sind aufeinander angewiesen in dieser Situation. Es ist nach wie vor eine ernste Situation, aber ein Hoffnungsschimmer ist jetzt da, vor allem der Beweis dafür, dass die Grundstrategie, dass die Maßnahmen stimmen, dass der Weg ein richtiger ist. Vielen Dank. Bitte, Herr Innenminister, bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich setze gleich da fort, wo der Gesundheitsminister aufgehört hat. Und der Bundeskanzler hat schon angesprochen, jeder von uns kann ein Lebensretter sein, nämlich dann, wenn man sich an die Vorgaben hält, wenn man den Meter Abstand einhält, der so wichtig ist, um die Infektionskette zu durchbrechen. Gestern war ein schöner Tag, viele Menschen waren im Freien und haben die Sonnenstrahlen genossen, für uns völlig nachvollziehbar. Und gleichzeitig auch da beeindruckend, dass der überwiegende Teil der Menschen sich an die Vorgaben gehalten hat. Aber jetzt geht es genau um die 5%, von denen auch der Gesundheitsminister gesprochen hat, bei denen die Botschaft noch nicht angekommen ist, dass man Leben retten kann und es eigentlich Selbstverpflichtung ist, ja, Leben retten muss. Daher achtet die Polizei, die Polizistinnen und Polizisten jetzt sehr genau darauf, ob die Bewegungseinschränkungen, die Vorgaben, die gemacht worden sind, auch eingehalten werden. Bis heute wurden 1200 Anzeigen erstellt, weil Menschen den Anweisungen nicht Folge geleistet haben. Und mit diesem Nachdruck werden die Polizistinnen und Polizisten weiterhin dafür Sorge tragen, dass diese Sicherheitsmaßnahmen auch eingehalten werden. Nochmals mein Appell von meiner Seite, auch im Namen des Gesundheitsministers und des Bundeskanzlers: In Wahrheit ist es nicht schwer. 1 Meter Abstand, nur dann raus, wenn es unbedingt notwendig ist. Wenn man diese einfachen Regeln beachtet, hat man eine Chance, das Virus einzudämmen. Und für alle, die glauben, wir nehmen das vielleicht auf die leichte Schulter, wenn man gegen die Anordnungen verstößt. Der Strafrahmen ist enorm. Bis zu 3.600 Euro für Einzelpersonen, wenn sie sich nicht an die Anordnungen halten. Und sollten Gastronomen der Versuchung erliegen, dass sie ihr Lokal öffnen, drohen Strafen bis zu 30.000 Euro. Sie sehen, der Bundesregierung ist es ernst.
in der Umsetzung dieser Maßnahmen, weil sie Leben retten und jeder von uns dazu auch einen wesentlichen Beitrag leisten kann. Da die Polizistinnen und Polizisten aber nicht nur dazu auf unseren Straßen unterwegs sind, sondern nach wie vor für Sicherheit sorgen müssen, ist es jetzt notwendig, dass wir den sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz des Bundesheeres in Anspruch nehmen. In Summe werden uns 3.200 Soldatinnen und Soldaten zur Verfügung stehen. Wo werden die eingesetzt? Jetzt demnächst schon bei der Botschaftsbewachung, beim Schutz kritischer Infrastruktur. Warum ist das notwendig? Jeden Polizisten, jede Polizistin, die ich von dieser Schutzmaßnahme abziehen kann und zurückbringe auf die Straße, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, ist ein gewonnener Polizist und eine gewonnene Polizistin. Wir werden in Summe so über 150 Polizistinnen und Polizisten für die Sicherungsmaßnahmen weiter auch zur Verfügung haben durch den sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz. Ein großes Danke an die Verteidigungsministerin. Es gibt eine hervorragende Zusammenarbeit, eine gut geübte Praxis. Sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsätze hat es schon mehrfach in der Zweiten Republik gegeben. Viele europäische Länder beneiden uns für diese gesetzliche Möglichkeit. Es gibt eine gute Zusammenarbeit zwischen Innenministerium, Verteidigungsministerium, zwischen den Polizistinnen und Polizisten und den Soldatinnen und Soldaten. Und sie werden diesen Einsatz gemeinsam in bewährter Art und Weise auch durchführen. Gestatten Sie mir noch eine Warnung zum Schluss. Solche Krisen werden auch immer von Menschen ausgenutzt, die mit der Angst und der Sorge der Menschen Geschäftemacherei betreiben. Gerade jetzt im Internet kursieren die dubiosesten Angebote von Schutzmasken, die nicht funktionieren, von Desinfektionsmitteln. Wenn man Bestellungen vornimmt, soll man auch dazu seine Kontodaten angeben. Hier wird Schindluder getrieben mit den Sorgen der Menschen. Mein Appell, wenn Sie Sorgen haben, wählen Sie 0800 555 621. Holen Sie sich die Informationen, die Sie brauchen. Seien Sie kritisch bei all diesen Angeboten, die Sie derzeit im Internet vorfinden. Hier versuchen einige aus der Not Geschäftemacherei zu machen. Die Polizei steht an Ihrer Seite, wenn Sie sie verständigen. Danke. Vielen Dank, Herr Innenminister. Frau Wirtschaftsministerin, bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, die Wirtschaft leidet. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, besonders jenen zu danken, die im Hintergrund arbeiten, in der Stille arbeiten, ohne dass sie immer sichtbar sind. Jenen, die die Logistikketten aufrechterhalten, jenen, die in der Produktion arbeiten, den Lkw-Fahrern, den Arbeitern in der Lebensmittelbranche und auch den österreichischen Bauern. Alle sie sorgen dafür, dass es weitergeht, dass die Versorgungsketten aufrechterhalten bleiben. Es ist wichtig, dass die Produktion weitergeht und dass sie unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen, unter den Maßnahmen der Desinfektion und des 1 Meter Abstand, dass die eingehalten werden und dass die Produktion aber in allen wirtschaftlichen Zweigen, in allen Industriezweigen weiter vorangeht. Und darum ist es ganz besonders wichtig, dass ich heute und wir heute jenen danken, die dies tun, die tagtäglich zur Arbeit gehen und gleichzeitig die Regeln, jene Regeln, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie alternativlos sind, auch einhalten. Es ist aber nicht alternativlos, dass es Möglichkeiten gibt, der Wirtschaft zu helfen, den Unternehmen zu helfen, den großen Unternehmen genauso wie den kleinen Unternehmen, den Einzelpersonenunternehmen genauso wie den Selbstständigen. Diese Maßnahmen haben uns dazu bewogen, diesen großen Schutzschirm auszubreiten, einen Schutzschirm von 38 Milliarden Euro für die Wirtschaft. Ein Soforthilfepaket von 4 Milliarden Euro, Garantien von 9 Milliarden Euro, 15 Milliarden Euro als Nothilfe für Branchen, die es ganz besonders brauchen, und 10 Milliarden Steuerstundungen. Es gibt Menschen, die Angst haben um ihren Job, Menschen, die kein Einkommen mehr haben und die ihre täglichen Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Und deshalb setzen wir heute den Härtefonds, den Corona-Härtefonds auf für all jene, die hier unsere Hilfe brauchen. Das sind Kleinstunternehmen genauso wie EPUs, es sind die Kleinen in unserer Wirtschaft, die unsere Kultur auch tragen, diese Struktur der mittelständischen Wirtschaft, die Österreich auch ausmacht. Diese 1 Milliarde wird zur Verfügung gestellt und gerade in diesen Minuten wird daran gearbeitet, diese auf den Weg zu bringen.
Diese Milliarde beinhaltet schnelle und unbürokratische Sofortauszahlungen, die nicht zurückbezahlt werden müssen. Als Ansprechpartner und als Abwickler beauftragen wir die Wirtschaftskammer Österreich. Sie ist flächendeckend in den Bezirken in Österreich vertreten und wird das entsprechend umsetzen. Eine ganz besondere Gruppe in der Wirtschaft ist mir heute auch ein großes Anliegen. Es sind unsere Lehrlinge. Über 100.000 Lehrlinge sind draußen in den Betrieben, in den Handelsbetrieben, auch in den verschiedensten Bereichen der Produktion, und sie unterstützen und helfen, wo immer es geht. Uns ist es wichtig, dass sie die bestmögliche Unterstützung haben, auch dann, wenn es ihrem Betrieb nicht so gut geht und der vielleicht in Kurzarbeit gehen muss. In dem klassischen Modell war es nicht möglich, dass Lehrlinge in Kurzarbeit gehen. Wir ändern das jetzt und es können nun auch Lehrlinge in Kurzarbeit gehen. Und das war uns ganz wichtig, bei gleichem Gehalt und keinen Einbußen. Auch die Lehre wird dadurch nicht verlängert. Es kann die Lehrabschlussprüfung zum richtigen Zeitpunkt gemacht werden. Wir müssen uns um die Jungen in der Wirtschaft kümmern, um alle Unternehmen und die Familienbetriebe, die KMUs, die EPUs, die Startups und die Leitbetriebe im gleichen Maße. Ich danke allen, dass Sie diese weitgehenden Maßnahmen mittragen. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zu den Fragen. Die erste Frage, eine Frage von der APA und dann vom ORF. Bitte schön. Eine Frage an den Gesundheitsminister. Die Verordnung 107, in der das Homeoffice geregelt ist, die ist ja gestern erlassen worden. Können Sie das noch einmal klarstellen, wie die jetzt zu verstehen ist, welche Arbeitnehmer raus dürfen und welche daheim bleiben müssen im Homeoffice? Bitte. Ja, ich weiß, das hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt bei manchen durch unterschiedliche Interpretationen. An unserer Linie hat sich überhaupt nichts verändert. Unser dringender Appell ist, dass überall dort, wo das möglich ist, Telearbeit, Homeoffice verwendet wird und verwirklicht wird. Allerdings ist das nicht in allen Bereichen möglich im Augenblick. Deswegen wird es im Zuge auch der Zeiterweiterung dieser Verordnung, wir müssen ja auf 13. April jetzt gehen, nach der heutigen Klarstellung, was die gesamten Maßnahmen betrifft, auch eine Klarstellung in diesem Punkt geben. Es wird keine Verpflichtung geben, sondern es gilt wie bisher der allgemeine Appell, das zu tun, was möglich ist, um Wege zu vermeiden. Schön. Nächste Frage, ORF, bitte sehr. Eine Frage an den Herrn Innenminister. Können Sie genauer erläutern, wo denn die 3.500 Soldaten eingesetzt werden sollen? Also schon wie jetzt gesagt, zum Beispiel beim Botschaftsschutz, da stehen jetzt Polizistinnen und Polizisten, die werden rausgelöst aus diesem Dienst, den übernehmen dann ausgebildete Soldatinnen und Soldaten dafür. Bis zu 30 Botschaften werden dann vom Bundesheer überwacht und geschützt. Und darüber hinaus auch kritische Infrastruktur. Das heißt also, wenn dann eine Beurteilung der Lage erfordert, dass Lagerhäuser etc. geschützt werden müssen, dann würde diese Maßnahme zum Beispiel dann das Bundesheer übernehmen. Dankeschön. Servus TV, bitte sehr. Herr Gesundheitsminister, kann man sagen, der 13. April hält dann, wenn die Steigerungsrate massiv einstellig ist? Und zweite Frage, Gesundheitspersonal, wie ist die Entwicklung dort bezüglich Infizierten? Ja, Gesundheitspersonal, eine ganz wichtige Frage, denn vor allem das Spitalspersonal ist natürlich ein Schlüssel für uns, ein Schlüssel zum Erfolg. Je mehr Erkrankungen in diesem Bereich, je mehr Schließungen von einzelnen Abteilungen Realität werden, desto kleiner wird natürlich dieses Kapazitätsgefäß, sozusagen das Potenzial für Behandlungen, für die intensivmedizinische Betreuung vor allem. In den anderen Bereichen haben wir gut vorgesorgt, da werden wir und sind wir dabei, Ersatzkapazitäten zu schaffen, die großteils auch schon stehen. Das ist aber eher der Bereich jener Erkrankten, die einen sehr schwachen Krankheitsverlauf haben und die aus unterschiedlichen Gründen zu Hause nicht betreut werden können. Das ist nicht das ganz große Thema. Das entscheidende Thema ist die Frage des Personals in den Spitälern selbst. Da wollen wir mit einem neuen Schutzkonzept für Spitäler weitere Verbesserungen schaffen, Punkt 1. Und zweitens werden wir auch in diesem Bereich vor allem vorrangig die Testungen drastisch erhöhen, weiter erhöhen, um hier den Schutz zu verbessern. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, jetzt schauen wir natürlich bei dieser Frage schon sehr in die Zukunft, ist noch kaum vorhersehbar. Unsere Linie ist eine sehr klare. Wir sagen,
wir setzen jetzt die Maßnahmen konsequent weiter fort, weil sie Erfolg versprechen. Der Appell an jeden und jede, das weiter zu unterstützen, nur dann haben wir die Chance, das Ziel tatsächlich zu erreichen. Und wir schauen uns tagtäglich, evaluierend, begleitend an, wo stehen wir, wie weit sind wir bereits gekommen. Und selbstverständlich, wenn wir, falls wir dieses Ziel schaffen, mit einem einstelligen Bereich oder gar keinen Zuwächsen mehr, unser großes Ziel, das wir haben in Österreich, dann wird es auch ein Maßnahmenmanagement geben müssen, weil es wäre ganz schlecht zu sagen, ich stoppe alles mit einem Tag auf den anderen. Das heißt, da werden wir maßvoll, vernünftig dann einen gleitenden Übergang machen müssen, sobald diese Ziele erreicht sind. Das Wichtige ist, dass sie sich stabilisieren, dass das Wachstum weg ist und dass wir zu einer stabilen Situation ohne Zuwächse kommen. Ich möchte ergänzend zur Frage des 13. Aprils noch drei Punkte anschließend an den Gesundheitsminister anführen, weil ich glaube, dass es wichtig ist fürs Verständnis. Zum Ersten, ich werde oft gefragt, naja, wenn sich die Menschen ohnehin anstecken, wenn das ja ohnehin nicht vorbeigeht mit dieser Krankheit, wieso tun wir denn dann das alles? Der Grund ist, schauen Sie nach Italien, was es auslöst, wenn es eine massive Überforderung des Gesundheitssystems gibt, dann sterben nämlich nicht nur Menschen aufgrund der Krankheit, sondern dann sterben auch Menschen, weil sie nicht versorgt werden können. Und gerade deshalb ist es so wichtig, den Peak abzuflachen, den Peak zu verzögern und alles zu tun, dass es nicht dieselbe Situation bei uns gibt, wie sie derzeit bedauerlicherweise in einer unglaublich tragischen Form in weiten Teilen Italiens stattfindet. Das ist der erste Punkt. Frage warum. Zweiter Punkt. Der Gesundheitsminister hat schon ausgeführt, wir werden nicht die Situation haben, dass wir von heute auf morgen sagen, jetzt ist es geschafft, jetzt ist wieder alles anders. Der 13. April ist das Datum, bis zu dem wir die Maßnahmen aus derzeitiger Sicht verlängern. Aber natürlich evaluieren wir täglich, schärfen nach, bessern nach dort, wo es notwendig ist und werden sehr genau beobachten, was das bedeutet für die Phase nach dem 13. April. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt. Wir haben eine Taskforce eingesetzt, mit Montag hat die ihre Arbeit aufgenommen, die sich mit der Frage auseinandersetzt, wenn wir den Betrieb wieder hochfahren können, in welcher Art und Weise tun wir das idealerweise, damit es nicht zu einem Rückschlag kommt. Und das ist die Frage, die in den nächsten Wochen geklärt werden muss. Und insofern habe ich vorhin in meinen Ausführungen auch gesagt, die Maßnahmen werden bis zum 13. April verlängert und dann wird stufenweise im Idealfall, wenn das möglich ist, das System wieder hochgefahren. Vielen Dank. Kleine Zeitung bitte schon. Vielleicht drei Fragen. Eine Präzisierungsfrage im Anschluss an die Frage von der Frau Dannhauser. Was werden diese 3.200 Polizisten oder 3.500 Polizisten machen? Also die Frage ist, Soldaten machen, werden die auch auf der Straße polizeiliche Dienste machen oder geht es eben nur um den Backup, um die Entlastung der Polizisten bei kritischer Infrastruktur, wie Sie das gesagt haben? Also auch auf der Straße dann vielleicht die zweite Frage, was ist jetzt genau mit dieser berühmten Homeoffice-Verordnung, weil Stand 11.37 Uhr, sie ist im Ries, also eigentlich hat sie Gültigkeit, weil es gestern geheißen hat, sie sei zurückgenommen worden. Also hat Gültigkeit, von der Logik her ist es, glaube ich, klar, Homeoffice nur dort, wo es möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, ein Polizist kann kein Homeoffice machen, geht es nicht. Also ist sie noch in Kraft? Und da vielleicht noch eine Frage zu den Zahlen, Dunkelziffer. Wenn man mit Virologen redet, wenn man sich das anhört, die sagen, das muss man wahrscheinlich multiplizieren, würden Sie das auch multiplizieren, mal zwei, mal drei, mal fünf? Was ist so die Dunkelziffer? Vielleicht eine allerletzte Frage, sind weitere Maßnahmen geplant? Im Gespräch sind die Hotels, sind da Maßnahmen geplant oder bleibt es einmal bei dem, was es derzeit gibt? Ich beginne bei der einfachsten Frage, Herr Jungwirth, nämlich sind weitere Maßnahmen geplant? So wie vorhin schon beantwortet, wir arbeiten transparent, wir teilen mit der Bevölkerung alle Informationen, die wir haben und wollen auch, dass die Menschen eine Planbarkeit haben, eine Sicherheit haben und insofern wir das sagen können, tun wir das natürlich rechtzeitig. Das bedeutet, der Plan ist wie vorhin ausgeführt. Wir müssen täglich evaluieren. Sollten wir merken, dass die Kurve anders verläuft, als das derzeit das Ziel ist, dann
werden wir uns damit auseinandersetzen müssen, und sollten wir merken, dass alles doch besser ist, als wir glauben, dann werden wir genauso agieren aufgrund der Dichte der Experten, mit denen wir arbeiten, aufgrund der Erfahrungswerte aus anderen Ländern, gehe ich aber von beidem nicht aus. Vielleicht noch kurz, bevor der Kollege Innenminister fortsetzt und zur ersten Frage kommt, die Frage der Dunkelziffer. Das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird und die geht schon fast in den wissenschaftlichen Bereich hinein. Durfte mich da ein bisschen intensiver auseinandersetzen, damit auch heute Nacht. Tatsache ist, ja, es wird eine Dunkelziffer geben. Wie groß sie tatsächlich ist, kann man nur an Beispielen anderer Länder, etwa Chinas, in etwa ableiten. Und die Dunkelziffer ist im Grundsatz nichts Schlimmes, denn das sind Menschen völlig ohne Symptome. Sobald ein Symptom da ist, ruft ja jeder und jede Betroffene 1450 an oder ruft beim eigenen Hausarzt an, und da kommt es dann zu einer Abklärung, und wenn dringende Symptome und Verdachtsmomente da sind, kommt es zu einer Testung. Das heißt, das Problem ist nicht die Dunkelziffer, solange diese Menschen symptomfrei sind. Sie sind halt wie bei anderen Infektionsträgern dann Träger dieser Infektion, und das haben wir in vielen, vielen Bereichen. Jeder von uns trägt das auch in unterschiedlichen Formen, was Infektionskrankheiten betrifft, mit sich. Ja, es ist ja sogar später dann eine Form von Immunisierung, die damit einhergeht. Aber wir schauen uns diesen Bereich kontrollierend, damit uns da nichts passiert, auch laufend an. Es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe, und zwar eine große Reihe, eine große Serie von Testuntersuchungen bei Grippekranken, ob es hier zu Korrelationen kommt und ob wir in dieser Gruppe sehen, dass hier eine Dunkelziffer an Corona-Zusatzerkrankten sozusagen vorhanden ist. Das schaut bisher nicht so aus. Homeoffice-Verordnung, genau das gilt, was ich zuerst gesagt habe, nämlich der Hausverstand, der dringende Appell, von zu Hause arbeiten, wo dies machbar und möglich ist. Und nachdem es bei diesem letzten Satz der Verordnung unterschiedliche Interpretationen gegeben hat, das will ich nicht, es muss Klarheit geben, was Erlässe betrifft, wird das im Rahmen der Verlängerung der Verordnung auf den 13. April auch noch geklärt. Also zum einen, wir haben ja schon sehr lange einen sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz, nämlich im Grenzschutzbereich. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt schon auch Soldatinnen und Soldaten in der Unterstützungsleistung aktiviert, in der Assistenzleistung. Was heißt das? Sie betreuen zum Beispiel die Telefonhotline, die 0800 555 621-Nummer, leisten da einen wichtigen Dienst und unterstützen da die AGES dabei. Die Soldaten, die jetzt zusätzlich in Anspruch genommen werden, haben in erster Linie Objektschutzaufgaben, so wie von mir schon ausgeführt. Auch da gibt es eine Tradition. Sie wissen noch, vor nicht allzu langer Zeit haben Soldatinnen und Soldaten Botschaften bewacht. Das aktivieren wir wieder, spielen dadurch Polizistinnen und Polizisten frei und haben so mehr Polizei auf der Straße. Ich glaube, die Intention Ihrer Frage ist, gibt es gemischte Streifen? Derzeit sind die nicht vorgesehen, weil jetzt prioritär alles daran gesetzt wird, dass wir Polizeikräfte freispielen von statischen Aufgaben, damit wir ausreichend Polizistinnen und Polizisten zur Verfügung haben. Nächste Frage, ATV, bitte schön. Und zwar an den Herrn Anschober zu den Tests. Die Raten der Tests sind in Österreich im Vergleich zur Schweiz relativ gering. Ich glaube, liegen bei 1700 ungefähr und in der Schweiz bei 7000. Es zeigt sich aber überall, wo viel getestet wird, geht Corona zurück. Wo liegt denn hier die tägliche Rate heute und was für ein Niveau ist geplant? Also da dürfte ein Missverständnis vorliegen. Wir sind derzeit bei 14.000 Tests in Österreich, haben täglich im Augenblick rund 2.000 Tests, haben Kapazitäten derzeit für 30.000 Tests und werden das eben schrittweise, aber nicht flächendeckend, sondern für ganz bestimmte Zielgruppen, um die es uns geht, in dieser Phase auch massiv ausbauen. Ich habe schon gesagt, das steht für uns, das Spitalspersonal, das Gesundheitspersonal insgesamt im Mittelpunkt des Fokus, aber es wird schrittweise Erweiterungen geben. Gut, dass da auch seitens der Pharmaindustrie laufend Verbesserungen kommen und damit die Kapazitäten nach oben gehen können. Und zweitens gut, dass auch sehr, sehr viele Labors in Österreich jetzt eingestiegen sind in diese Testungen, auch Privatlabors. Wir sind allerdings sehr, sehr bedacht, dass wir da Qualitätssicherung betreiben, denn ein falsches Testergebnis ist das Schlechteste, was uns passieren kann.
Nächste Frage, Puls 24, bitte. Herr Bundeskanzler, nur zur Präzisierung, die Verlängerung dieser Maßnahmen bis 13.04. Das heißt, es umfasst auch automatisch alle Gebiete, alle Orte, die jetzt unter Quarantäne stehen, sind die auch automatisch bis 13.04. unter Quarantäne, beziehungsweise eventuelle, die noch dazukommen, oder wird das dann von Fall zu Fall entschieden? Ich würde zwei Dinge gerne unterscheiden. Die österreichweiten Maßnahmen, die für alle Österreicherinnen und Österreicher gelten, das betrifft vor allem die Schulen, das betrifft die Restaurants, das betrifft die Geschäfte und das betrifft das Verhalten im öffentlichen Raum, also insbesondere die Ausgangsbeschränkungen. Von diesen Maßnahmen habe ich gesprochen. Die werden alle bis zum 13. April Gültigkeit haben und wir werden laufend evaluieren, ob es wo Nachjustierungsbedarf, also einen gewissen Feinschliff braucht, und wir werden laufend natürlich evaluieren, wie wir und ob wir mit dem 14.04. dann stufenweise wieder auf Normalbetrieb hinauffahren können. Zweiter Punkt ist die Frage der Quarantäne von gewissen betroffenen Gebieten. Die wird grundsätzlich immer für 14 Tage verhängt, ist aber dann selbstverständlich eine Detailentscheidung in jedem Fall der Gesundheitsbehörden in den Ländern in Absprache mit dem Bund, ob die aufgehoben werden kann oder nicht, würde ich aber in der Betrachtung etwas losgelöst sehen von den bundesweiten Maßnahmen. Dankeschön. Wir haben viele Medienvertreter, die via Homeoffice dabei sind, die dankenswerterweise von der APA koordiniert werden. Deren Fragen bitte, wenn wir ein paar Fragen stellen. Ich habe einen Haufen Fragen an den Herrn Gesundheitsminister. Erstens mal das Schutzkonzept für die Spitäler, das Sie schon gestern angesprochen haben. Ab wann soll es das geben? Das Konzept für Spitäler ist derzeit in der Schlussbearbeitung durch unsere Fachexpertinnen, durch den Beraterstab des Gesundheitsministeriums und wird deswegen am Montag definitiv an die Bundesländer übermittelt, ist heute mit den Bundesländern auch bereits akkordiert worden. Da wird es im Wesentlichen darum gehen, dass wir den Schulungsbereich der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verstärken, dass wir klare Mindestregelungen, was den Zugang betrifft, definieren. Wir haben ja schon vieles verankert in diesem Bereich, aber das wird noch einmal zusammengeführt und präzis definiert. Wir haben ja vor längerer Zeit bereits definiert, dass wir eine akute Zugangsbeschränkung zum Beispiel zu unseren Spitälern definieren, und es gibt nur mehr zwei Gruppen, die davon ausgenommen sind, nämlich die Palliativabteilungen auf der einen Seite und die Kinderabteilungen auf der anderen Seite. Dann, Covid-Patienten müssen ja länger beatmet werden. Gibt es in Österreich ausreichend Atemgeräte für diese Patienten? Nach Auskunft unserer Fachexperten ja, aber wir kaufen weiterlaufend zu in diesem Bereich, haben gerade am Montag eine größere Bestellung realisiert. Das heißt, es kommen Woche für Woche auch zusätzliche neue Geräte mit dazu. Unser Problem wird aus meiner Sicht nicht der Bereich der Geräte sein, nicht der Bereich der Betten, der Akutbetten sein, sondern wo wir das höchste Aufmerksamkeitspotenzial haben müssen, ist der Bereich des Personals, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil nur die Geräte in Funktion sein können, wo ich ausreichend qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe. Deswegen kommen wir wieder zur ersten Frage zurück. Wie können wir das Personal, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen möglichst gut schützen? Seit Mitternacht gilt ja dass Einreisende aus Ungarn und Slowenien überprüft werden müssen und ein ärztliches Zeugnis vorlegen müssen. Kommt eine solche Verordnung auch für die Slowakei, und wie soll der Zusammenbruch der 24-Stunden-Pflege verhindert werden? Naja, da gibt es zwei grundsätzliche Stoßrichtungen, was die 24-Stunden-Betreuung betrifft. Einerseits nach wie vor die Verhandlungen auf Basis der Außenminister mit den Nachbarstaaten. Wir haben nach wie vor das Ziel, dass wir zu Ausnahmeregelungen kommen für diese Bevölkerungsgruppe. Auch das ist ja in anderen Bereichen durchaus die Realität, was Tagespendler etc. betrifft. Das ist unser Appell an die Kollegen und Kolleginnen der Nachbarstaaten, der Herkunftsländer, dass hier ebenfalls eine pragmatische Lösung für diese Gruppe ermöglicht wird. Und das Zweite ist, dass wir selbstverständlich dabei sind, ein Netz an
Handlungsmöglichkeiten und Ersatzmaßnahmen für die Pflege vor Ort zu realisieren, denn das betrifft in erster Linie die pflegenden Angehörigen. Auch hier brauchen wir rasch und sofort einen Ersatz und Sicherheit, wenn etwa ein pflegender Angehöriger aufgrund von Erkrankung ausfällt. Das muss garantiert sein und dasselbe gilt für die 24-Stunden-Betreuerinnen, wenn es hier zu einem Ausfall kommt, dass wir rechtzeitig dafür Vorsorge tragen, damit gesichert ist, dass jeder Einzelne zu Pflegende auch die Betreuung bzw. die Pflege hat, die er oder sie braucht. Was die Einreiseregelungen betrifft, gilt für die 24-Stunden-Betreuerinnen dasselbe wie für alle. Wir können und wollen es nicht riskieren, dass es hier zu Einschleppungen kommt, vor allem deswegen, weil diese wichtige Gruppe natürlich im Bereich der Risikogruppe tätig ist und das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann. Das heißt, zwei Möglichkeiten als Erfordernis für die Einreise, nämlich einerseits das Gesundheitsattest mit der Testung, die kann man selbstverständlich vor Ort genauso erlangen in den Herkunftsländern und das zweite ist auch die Möglichkeit einer Selbstquarantäne, so wie wir das bei allen Einreisenden möglich machen. Das ist ein dringendes Gebot, das kann natürlich nicht bei den zu Betreuenden stattfinden, sondern an einem anderen sicheren Quartier. Vielen Dank. Wir sind jetzt am Schluss, weil die Damen und Herren der Bundesregierung müssen ins Parlament ihren Verpflichtungen nachkommen. Und herzlichen Dank fürs Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit und den Vertretern der Bundesregierung. Vielen Dank.